Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Chaya, Frau Radziwill ist jetzt leider weg. Herr Chaya, ich glaube, Sie... wunderbar. Danke. Halt, stopp, nicht so hoch. Herr Chaya, ich glaube, Sie kennen die AV Wohn oder die Änderungen, die Sie da getätigt haben, etwa genauso wenig wie die Kollegin Radziwill. Weil ich verstehe nicht, warum Sie hier behaupten, Sie hätten die Richtwerte erhöht. Wie kommen Sie darauf? Sie lassen eine Erhöhung der Richtwerte zu für Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Das ist etwas anderes wie die Erhöhung der Richtwerte. Diese Menschen in Gemeinschaftsunterkünften leben in einer elenden Situation. Von daher finden wir es richtig, dass sie sich eine Wohnung finden können. Aber Herr Chaya, Sie haben eins gemacht. Sie haben damit endlich zugegeben, die Richtwerte Ihrer AV-Wohnen reichen eben nicht, um neuen Wohnraum zu finden. Das betrifft aber alle Menschen, die von der AV-Wohnen abhängig sind. Deshalb ist es falsch, was Sie gemacht haben, den Richtwert für einzelne Gruppen zu erhöhen. Das ist nämlich eine Spaltung zwischen den Armen und den Ärmsten. Sondern notwendig wäre, dass Sie Ihre AV-Wohnen endlich mal vernünftig überarbeiten. Und zwar so, dass sie realitätsfest ist. Das wäre dann übrigens auch mal ein guter Schritt, um Armut abzubauen und wäre etwas mehr als am Beispiel Kinderarmut. Das ist ja das Einzige, wo was passiert, wo seit Jahr und Tag eine Arbeitsgruppe tagt, deren Aufgabe es ist, eine Strategie zu erarbeiten. Und sollte diese Strategie irgendwann mal vorliegen, man weiß nicht so genau wann, dann kann man auch irgendwas tun. Das, finde ich, ist etwas wenig für eine Legislatur. Infrastrukturprogramm Stadtteilzentren hat Herr Krüger angesprochen. Ja, das ist einer Ihrer Schwerpunkte. Ja, da ist auch mehr Geld drin. Aber ehrlich gesagt, Sie haben in der Zwischenzeit den Stadtteilzentren auch noch mal richtig viel mehr Aufgaben übergeholfen. Und ich finde, dann steht es auch in keinem Verhältnis mehr, wenn Sie sagen, so, jetzt kümmert euch mal um die Willkommenskultur, was so und so schon viele machen, sind es aber noch mal richtig zusätzliche Aufgaben. Und da ist das Geld dann nicht mehr so sehr viel, was Sie denen geben. Sie wollen das Ehrenamt stärken, finden wir gut, aber Sie wollen das Ehrenamt stärken, indem Sie sagen, liebe Stadtteilzentren, macht das mal. Wir haben Ihnen vorgeschlagen, gerade in Verbindung mit der Unterstützung der geflüchteten Menschen und den massenhaften Unterstützerinnen und Unterstützer, die übrigens auch ganz viel noch selbst bezahlen, dass es ein Landesprogramm gibt, aus dem diese Menschen gefördert werden bzw. bestimmte Sachen fördern können. Das wurde abgelehnt. Kollegin Breitenbach, ich bitte mal einen Moment ruhig. Meine Herrschaften, da hinten bilden sich Gruppen, da wird diskutiert. Gehen Sie doch raus und diskutieren Sie draußen oder nehmen Sie Platz, bitte. Das ist wirklich, wir haben noch eine ganze Menge vor uns und brauchen jetzt ein bisschen Disziplin. So, Kollegin Breitenbach. Ja, in der zweiten Runde. Warum Sie jetzt dieses Landesprogramm für die Unterstützerinnen und Unterstützer von geflüchteten Menschen abgelehnt haben, erschließt sich uns nicht. Aber es zeigt noch einmal deutlich, wo Ihre Schwerpunkte liegen. Die Behindertenpolitik. Da, Herr Chaya, finde ich allerdings, erleben wir einen Rückschritt. Das konnten wir jetzt schon mehrmals in dieser Legislatur, nicht in Ihrem Ressort, in anderen Ressorts erleben. Aber da gibt es jetzt die 10 behindertenpolitischen Leitlinien. Aber wie die umgesetzt werden sollen, Herr Chaya, das konnten ja nicht mal Sie beantworten, geschweige denn, dass das Ihre Kolleginnen und Kollegen beantworten. Da ist Papier immer sehr geduldig. Und besonders dramatisch ist denn allerdings, dass der Zugang von Menschen mit Behinderung zum ersten Arbeitsmarkt immer schlechter wird und Sie auch hier keine Ideen haben, wie Sie irgendwas verändern wollen und wie Sie irgendwas verbessern wollen. Und was mich denn dabei überrascht, die Kollegin Kollath ist jetzt nicht da, aber Arbeitsmarktpolitik ist natürlich auch
für Menschen mit Behinderung. Da könnte, ja, dieser Senat ist doch ein Senat, da würde ich doch mal mit Frau Kohlert reden, was können wir denn gemeinsam machen? Kommen Sie eigentlich nicht auf so eine Idee? Da gucken alle wie die Ölgötzen, wie Menschen immer weiter aus dem Arbeitsmarkt rausfliegen, aber niemand sagt, lasst uns mal jetzt irgendein Programm entwickeln. Warum schaffen das eigentlich andere Bundesländer? Es ist mir ein Rätsel. Es passiert einfach nichts. Die Leitlinien der Wohnungspolitik wurden angesprochen. Sie liegen immer noch nicht vor. Ich glaube übrigens auch nicht, dass sie in dieser Legislatur noch vorliegen werden. Es ist natürlich besonders dramatisch, weil Sie eine Grundlage sind, auf der auch die Hilfeangebote gestrickt und erarbeitet werden. Das passiert jetzt wieder nicht. Schlimm für die Menschen und zunehmend mehr Familien mit Kindern. Ich sehe es. Ich sehe es übrigens auch hier vorne, die auf der Straße leben müssen und für die es keine Hilfe gibt. Aber so viele Vorhaben, Herr Chaya, konnten ja nicht umgesetzt werden in dieser Legislatur und vor allem in den letzten beiden Jahren. Warum? Weil die Flüchtlinge gekommen sind. Und da sage ich Ihnen, Flüchtlingspolitik hat jetzt nicht so super geklappt, kann nicht Ihre Ausrede sein. Wir haben Ihnen noch einen Antrag vorgelegt. Wir möchten gerne eine humane Flüchtlingspolitik in dieser Stadt. Wir sagen, 10 Millionen mehr für Sprachkurse, für die Vorbereitung geflüchteter Menschen in den Arbeitsmarkt. Und deshalb, ich bitte Sie, stimmen Sie diesem Antrag zu. Tun Sie nur einmal was Vernünftiges in dieser Stadt im Rahmen der Flüchtlingspolitik. Da wären Sie echt gut beraten.